Leute, kennt ihr eigentlich Matthias? Das da ist Matthias und er ist mein bester Freund. Nicht! Matthias und ich pflegen seit Ewigkeiten eine Rivalität. Manchmal arbeiten wir zusammen. Bei Diddy und Matt, ihr habt es auf Mittel geschafft. Ja! Yeah! Aber öfter kämpfen wir doch gegeneinander. Ich konnte ihn bereits in seiner Meisterdisziplin Boxen besiegen. Doch sein wahres Können liegt im Schwertkampf. Und das ist heute die Mission. Wir werden nicht nur versuchen, Pro zu werden, also 1000 Skillpunkte zu erhalten, was an sich schon ultra schwer ist, sondern wir werden danach noch gegen die Pros so lange spielen, bis Matt, der Champion, uns gegenüberstehen wird. Das ist die letzte Disziplin, in der wir Matt schlagen müssen. Aber die Frage, schaffen wir das überhaupt nicht? Weil ist das eine Meisterdisziplin? Könnte es zu schwer werden? Finden wir es jetzt heraus! Treibe den Gegner mit dem Schwert aus dem Ring. Für einen Sieg benötigst du 2 Punkte. Digga! Oh mein Gott, die Haare von meinem Mii. Ich meine, die Haare sind ein bisschen länger, also bei meinem Mii auch. Ryan! Leute, ich sag's euch ehrlich, Ryan ist vielleicht eine Pussy, aber wir brauchen Power Juice. Also, Powerschluck. Lange haben wir uns nicht mehr gesehen, aber jetzt zeige ich dir, wie outclassed du bist, Motherfucker! Das war Ultra Instinct aus Dragon Ball. Oh, okay. Ryan, lass uns Freundschaft schließen und auf diesen Boden... Zeig! Er ist drauf reingefallen! Zeig's 100, wäre cool. 100, nice. Michael? Alter, er hat den übertriebenen Topfschnitt. Ich darf ihn nicht über seine Haare lustig machen. Mein Haarschnitt ist viel schlimmer als seiner. Mike, ich sag's, wie es ist. Deine Haare sind besser als meine. Aber genau deswegen, weil seine Haare besser sind als meine, müssen wir ihm zeigen, mit dem er sich nicht anlegen sollte. Mike, du warst nicht mal in der ersten Runde eine Challenge. Glaubst du wirklich, dass du jetzt irgendwas gegen uns ausrichten kannst? 200, Leute, das geht ja, Megan, die dumme Olle von We Party Weltreise. Alles klar, Angela Merkels Tochter. Oh mein Gott, okay, sie ist genau wie bei We Party Weltreise eine dumme Göre. Ich hasse Megan, ich hasse sie wirklich einfach. Megan, du bist übel hübsch. Zeig mal 2. Das ist nur mies, Leute, ich bin nicht objektiv. 300 Punkte? Sexy! Emma Watson? Hurria, hurria! Oh mein Gott, Emma, ich wollte gerade irgendwas zu dir sagen, aber sie ist voll aggressiv, Digga! Hör mal auf, so aggressiv zu sein! Emma ist voll aggressiv! Was habe ich dir getan? Emma, vielleicht solltest du nicht hier kämpfen, sondern zu einem Therapeuten gehen mit deinen Aggressionsproblemen! Oh mein Gott, Digga, Emma, ich schwöre! Das ist der erste Treffer, den wir halten, Emma, das ist kein gutes Omen! Emma, chill deine Eier! Eierstöcke meine ich natürlich, okay! 400 Punkte. Leute, es läuft. Und wie es läuft, die Nase läuft. Ashley Graham aus Resident Evil 4. Oh, Ashley Graham aus Resident Evil 4 ist so heiß. Aua! Ashley, chill! Oh mein Gott, das war nicht persönlich gemeint mit dem Schreien. Okay, sie werden besser. Sie werden besser. Aber besser heißt noch lange nicht gut. Wir sollten einen kurzen Prozess wieder gut machen. Ah, sie fuckt nämlich übertrieben ab. Also real talk, Ashley. Chill, chill. Es war Spaß. Ich liebe dich. Du bist der beste Resident Evil Charakter der Welt. Okay. Nicht nur der Welt. Also des Universums. Nicht nur Resident Evil insgesamt von jedem Videospiel. Hey! Der ist für dich, Ashley. Was, nur 85? Ashley, gönnt nicht mal. Theo, mach mir ein Bananenbrot. Wirklich, ich fand den... Ich liebe den Song. Theo, mach mir ein Bananenbrot. Zeig, Theo, ich hab gelogen, ich hasse den Song. Bring mal einen guten Song raus. Ich gebe dir einen Tipp. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Geil, wir haben auch wieder 100 Punkte bekommen. Helena? Oh mein Gott, ich hatte mal einen Crush auf eine Helena. Die da, wo mein Finger drauf zeigt. Boah, Digga, guck mal oben rechts, Digga. Sie sieht ultra dick aus. Einfach Peter Griffin. Und sie ist ultra ass. Manchmal muss man seine Crushes hinter sich lassen. Warum ist sie so scheiße? Leute, lasst eure alten Crushes hinter euch. Es sind viele andere Fische draußen im Meer. 100 Punkte, damn. Okay, wir sind gleich schon Pro. Das geht echt relativ schnell. Haru, oh mein Gott, Haru, ich erinnere mich an Haru. Okay, Haru, Dubs, der Fan, der Kanal. Haru, ich werd chillen, okay? Du solltest auch chillen. Guck mal, ich schlag sie ganz zart. Wirklich, also mit Liebe, guck mal. Überhaupt nicht liebevoll. Haru, ich... Aua, okay, Haru macht Rache. Ich werde zart streicheln. Das ist so hart, nicht streicheln. Fast 800. Leute, es läuft. Rainer Kallmund. Oh, Rainer Kallmund hat aber abgenommen. Ich muss sagen, er ist nicht mehr so dick wie früher. Wollen wir mal sehen. Kallmund. Oh mein Gott, okay, Kallmund, Digga. Er ist nicht nur schlagfertig in der Politik, sondern auch schlagfertig. Ich kann nicht mal ausreden, so kacke sind die. Hä? Liegt es daran, dass wir damals schon Schwertmarathon so gut rasiert haben? Sind wir deswegen so nochmal gut? Ich sag mal so, Rainer Kallmund ist schlagfertig. Also wenn er trifft, das tut schon weh. Aber sorry, Rainer. Aber ich fand deine Außenpolitik nie gut. Oh, nie gut. Oh.
92 Punkte, Rainer Kalm und gönnt nicht. Noch zwei Matches und wir sind Pro. Oh fuck, der letzte Schluck aus dem Powergetränk. Es muss mir nochmal Kraft geben, auf dem Weg Pro zu werden. Alter, Joko aus Joko und Klaas? Ha, Joko ist eine Frau. Also Real Talk, mich freut es, dass du, oh mein Gott, mit der Transition gut hinterherkamst und so, aber ich muss dich leider besiegen. Und das sogar easy, oh mein Gott. Aber ohne Witz, warum ist, oh Gott, warum ist, oh mein Gott, warum sind die Lee so kacke? Also, der Weg zum Pro war gefühlt nie leichter. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Haben wir schon 1000? Haben wir es geschafft? So close! Wer wird der Gegner? Wer wird es sein, der in diesem Match uns im Weg stehen wird, um Pro zu werden? Chica! Aus Five Nights at Freddy's nicht, sondern das ist die, die bei Tischtennis mit dem Schlappen gespielt hat, die Olle. Ohne Schlappen hat sie ihm 30% Power Decrease. Und schau mal, es ist sogar Sonnenuntergang. Spannender! Reingeschaut und reingehauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video und ciao. Ich bedanke mich, dass du ohne Schlappen spielst, denn dadurch konnten wir easy Pro werden. Broly! Es ist soweit. Oh, shit. Pro Class. Pro Class. Leute, da sind wir. Holy shit. Aber jetzt kommen die Pros. Jetzt wird es wirklich ernst. Das bis jetzt war Kinderkacke. Und wisst ihr, was wir brauchen, um gegen die Pros zu bestehen? Eine Real-Life-Trainingsmontage. Let's get it. Ich möchte eine Revanche. Das, obwohl du beim letzten Mal so jämmerlich verloren hast. Ich bin kein Anfänger mehr. Ich bin jetzt Pro. Diesmal werde ich gewinnen. Na gut. Genau wie früher. Ist es schon wieder vorbei? Sohn, kein Rückzug, kein Aufgeben! Du bist bereit für die Pros. Ja. Eddie Hall? Digga, Leute, kennt ihr Eddie Hall? Das ist, ich glaube, der stärkste Mann der Welt, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, oh mein Gott. Okay, okay. Es wird ernster. Aua, ich habe dich mit der Handgelenkschlaufe geschlagen. Ich glaube, ich muss gleich die Handgelenkschlaufe anlegen. Die machen ernst. Oh, hä? Der hätte fallen müssen. Er kannte mich auch. Ich bin zum ersten Mal bei Gefahr. Eddie Hall, der stärkste Mann der Welt, ist tatsächlich eine Herausforderung. Was ist es für ein Kampf? Oh mein Gott. Es ist jetzt schon Zeit für die Handgelenkschlaufe. Scheiße. Okay, ich muss mich ehrlich bei Eddie konzentrieren. Eddie macht keine halben Sachen. Eddie ist der erste Gegner, den ich ernst nehme. Okay, komm schon, Eddie. Du bist der stärkste Mann der Welt. Aber lass mich der Beste in Schwertkampf werden. Er gönnt überhaupt nicht. Ah! Oh mein Gott, wir haben wie bei Dragon Ball mit einem gleichzeitigen Schlag geendet. What the hell? Ich sag mal so, wir können zumindest nicht mehr verlieren. Alter, Eddie! Die Wii-Fernbedienung hat gar keinen Bock mehr richtig zu reagieren. Hallo, Wii-Fernbedienung. Ich schwöre, die Wii-Fernbedienung macht nicht mit. Die Wii-Fernbedienung macht nicht mit! Die Wii-Fernbedienung hat nicht mitgemacht! Was ist mit der Wii-Fernbedienung los? Hallo, was ist mit dir los? Oh nein, oh nein! Eddie! Der stärkste Mann der Welt ist... Ja! Digga, was ist mit den Pros los? Ich dachte, das wäre die easieste Challenge aller Zeiten, aber nein, auf einmal, sorry, die härteste Challenge aller Zeiten. Ach ja, nur 20 Punkte. Oh, ach so, ja, okay. Oh, ja, oh. Pablo! Was sind auf einmal für Übergegner da? Das ist die Tischtennis-Mafia, Leute. Soll ich gegen ihn gewinnen oder nicht? Weil es kann sein... dass sie mich sonst komplett räuchern werden. Stimmt's, Pablo? Yes. Räucher mich bitte nicht. Hab Ehre. Gut aus. Okay, okay, gut, gut, gut. Eddie Hall ist nun mal der stärkste Mann der Welt. Das ist nur die Tischtennis-Mafia. Der ist echt cool. Bitte nicht mich räuchern und entlarven. Danke. Oh, shit. Jetzt macht er ernst, glaube ich. Okay. Kombination. Oben, unten, oben, unten. Strategie. Hat gut geklappt bis zu einer gewissen Sekunde. Okay, okay. Nice, nice. Bitte, bitte, bitte. Ist okay. Denk dran, bei 1500 kommen wir zu Matt. Wir müssen uns ins Zeug halten. Michael Jackson White Mode? Think fast, Chuckle Nuts. Okay, Michael Jackson. Schamone. Au. Aua. Schamone. I'm bad, Michael Jackson. I am bad. Okay, Michael Jackson. Abgesehen von bad fand ich auch, also ich kenne alle, wenn ich sie höre, aber ich kenne die Namen nicht.
Sei mir nicht böse! Michael Jackson? Alter, okay, 1250. Noch 250 Punkte. Okay, Midoriya aus My Hero. Anscheinend hat sich Midoriya überlegt, hier ein Held zu werden. Aber bist du nicht gerade in deiner Violent-Deku-Arc oder so? Wo du so böse bist auf alle? Ich bin nicht up-to-date. Midoriya ist gut. All for one! Ja, Midoriya macht ernst. Oh mein Gott, sein Quirk ist zu stark, Leute. Midoriya, bitte! Wir können zusammen ein Held werden. Also, indem du jetzt verlierst, bitte. Danke. Oh. Schade, ich dachte, ich krieg ihn noch. Heilig. Midoriya, bitte. Ich schwöre, ich will ein Held werden. Scheiß auf All Might. Mein Held ist Apo Red. Und er ist mein Meister. Gott, Digga. Jetzt, oh mein Gott. Okay, wir können schon mal nicht mehr verlieren. Final Round, Motherfucker. Wir müssen gewinnen. Was macht die Wii-Familie? Seht ihr das? Guck mal, wie die da am Spazen ist. What the hell? Ich kann nicht mal mehr schlagen. Was ist denn hier los? Es wird wieder auf dem Finale. Oh mein Gott, sie hätte mich fast noch getötet. Oh mein Gott, sie hätte mich fast noch getötet. Warum geht der Kampf weiter? Hallo, es ist vorbei, Midoriya, chill. Oh mein Gott. Ah, never mind. Okay, wir werden so 2 Punkte bekommen oder so. 20. Nee. Jackie Chan! Das ist einfach die Fusion aus Jackie Chan und Chris Tucker. Und das ist hart, weil Jackie Chan hat die Skills und Chris Tucker hat den Humor. Oh mein Gott, der ist gut. Der ist actually sehr gut. Oh, gute Kombination. Oh! Und trotzdem hab's genommen. Let's go. Das läuft gut. Wenn wir ihn jetzt besiegen, haben wir wieder 100 Punkte. Wir sind so nah vom Match schon. Holy shit. Also ich will nicht zu früh urteilen, aber es wirkt gerade noch echt machbar, oh mein Gott, zu Matt zu kommen. Chris! Ja! Oh mein Gott, last second! Oh mein Gott, last second! Come on, wie viele? Sorry, dass ich geboren bin. Victor Roth! Endlich ist es soweit. Oh mein Gott, Bro. Ich habe eine Frage für dich, Victor. Magst du Braten? Also vor Victor habe ich wieder extremste Angst, weil ihr wisst, Victor ist ein scheiß Schwitzer. Bei allem will er immer der Beste sein. Victor, du bist so scheiße. Oh mein Gott, Harry, wärst du denn einfach mal... Victor Roth, wohl eher Victor tot, nachdem ich ihn ins Wasser... Nee, Victor, chill, Bro. Das war gerade eben... Alles nur Spaß! Jetzt wird er wieder zum Schwitzer, ne? Ich lenke ihn nach links. Wir drehen so lange im Kreis, bis er... Scheiß drauf, Digga. Ich schlage einfach drauf los. Ich schwöre, ich schneide das nächste Video kostenlos. Ich habe ihm ein Angebot gemacht, er hat es nicht angenommen. Final Round, Victor. Es ist wie bei Smash Bros. Manchmal gewinnst du und an anderen Tagen gewinnst wieder du. Yes! Okay, okay. Komm schon, gib mir ein paar geile Punkte. Bitte, Victor, come on. Victor? Bruh. Diagnose Autismus. Andy Bogart, den werden wir jetzt einfach ficken. Wie ich gesagt habe am Anfang, gefickt. Digga, in dem Thema sind wir ja morgen noch da. Was ist da los? Arriba, Aramba. Okay, ich versuche wirklich schnell siegen. Leute, ich glaube, ab jetzt müssen wir den Restart-Button auspacken, sonst sind wir echt noch morgen hier. Eichel, ich habe nichts gegen dich. Ja, Leute, ich glaube, es ist Zeit für den Restart-Button und jetzt langsam kommen so die Endbosse, Digga. Jetzt langsam kommen so die Endbosse. Ja, es kommen die Endbosse. Oh mein Jesus! Ei! AI! Es heißt eigentlich AI! So eine Sau, Alter. So eine Sau! AI! Power down! Was ist hier los? Jesus Christ, AI, chill doch mal. Chill doch mal! Aber sie schlägt nicht weiter nach hinten. Real talk! Come on! Warum geht kein Schlag von mir durch? Boah, ist das sowas, wo man jetzt neue Strategien braucht? Ich mach mal langsam irgendwie. Nein! Yes! Okay, so weit, so gut. Das ist eine gute Strategie. Ein kleiner USB-Stick, so klein. Und wir müssen einfach... Oh oh! Mom! Ja, okay. Wir mussten zur KI werden, aber wir haben es geschafft! Wir sind so nah vor Matt. Shinta? Boah, hat der eine dicke Nase, Alter. Shinta sieht aus wie so ein Schwitzer. Sein einziges Hobby sind diese scheiß Schwerter. Er macht sonst nichts. Und er denkt, er ist Japaner. Er identifiziert sich als Japaner. So schätze ich Shinta ein. Sehr gut. Ich habe eine neue Strategie. Fuck. Ich habe eine neue Strategie. Es gibt eine Nanosekunde, in welcher sie aus ihrem Block rausgehen und für eine Sekunde freistehen. In dieser Sekunde schlage ich zu mit den Reflexen eines Reptils. Seht ihr? Habt ihr die Sekunde gesehen, wo er in seine freie Position gegangen ist? Habt ihr es gesehen? Tom, hast du es gesehen?
Oh shit, ich glaube noch einer und dann sind wir bei Matt tatsächlich. Matthias, mein alter Rivale, Widersacher, Freund, Liebhaber, Ehemann, alles! Wir haben ihn schon im Boxen besiegt. Wir haben ihn schon im Tennis besiegt. Wir haben mit ihm zusammen Wii Shift gemacht. Jetzt wird es Zeit, ihn bei Wii Sports Resort Schwertkampf seiner Meisterdisziplin aufzuschlagen. Der Trick, wenn er locker lässt und seine Deckung fallen lässt, ist beim Match voll schwierig umzusetzen. Er reagiert genauso schnell wie ich und meistens sogar schneller leider. Und seine Schläge sind dazu noch härter als meine. Und ein Schlag und Matt holt alles wieder raus. Selbst wenn man seinen Block trifft, fliegt man so weit zurück wie bei einem Schlag. Oh, 10 Sekunden. Scheiße. Oh, ich glaube, wir überleben. Oh mein Gott, war das knapp. Come on, Babaka. Das könnte klappen. Da hat er die Decke kurz fallen gelassen und ich konnte agieren, weil ich schnell genug war. Da auch. Und wie gesagt, ein Schlag wirft mich komplett zurück. Nein. Er darf nicht in den Vorteil gehen. Oh mein Gott, werden wir diese Runde auch wieder überleben? Nächste Runde überlebt, Leute. Nächste Runde überlebt. Bis jetzt alle Runden unentschieden. Was ist das denn hier? Wenn wir jetzt die Runde gewinnen, haben wir gewonnen. Logisch, oder? Oh Gott, ich bin so konzentriert, weil ich so eine Angst habe. Aber es sieht gerade echt gut aus. Es sah gerade echt gut aus. Hauptsache, wir verlieren jetzt nicht. Das darf halt wirklich nicht passieren. Genau das meine ich. Digga, es ist so knapp immer. Und am Ende sind wir wieder fast mittig. Scheiße! Oh mein Gott, Leute, what the fuck? Leute, Final Round. Alles oder nichts. Jetzt ist der Moment gekommen. Ja, let's go! Yes, yeah! Jesus, da ist er, da fährt er hoch. Gibt er dir die Gang den Champion-Titel? Here we are, 1500 und... You did it! Champion!